So, Guys. Ja, so, bin wieder zurück. Rapper die Kult, willkommen. How are you? List for Vindictus. Vindictus, yeah, I have tried Vindictus. Terror Online 2. Yeah, we will see. We will see. So, wir gehen mal zu Bijou. Weiter geht's. Bijou hatte mir erzählt, sie habe nichts mit dem Geschäftlichen zu tun gehabt. Aber Lane behauptete das Gegenteil. Einer von beiden log. Okay, klingeln. Zoom. Ja? Zoom. Bijou, hier ist nochmal George. Und rein. Der schwere Duft von Alkohol und Räucherstäbchen hing in der Luft. Erinnerte mich an meine Studentenzeit. Der liegt immer noch tot. Was ist passiert? Josh, bitte helfen Sie mir. Ich bin am Ende. Okay. Oh, helfen Sie mir. Sie müssen mir helfen. Was ist denn, Bijou? Ich kann unser Lied nicht mehr spielen. Erst verliere ich Henri, jetzt noch unser Lied. Sie meinen die Schallplatte? Was ist passiert? Ach, hier. Ich bin gestolpert und aus der Seen draufgetreten. Was war das für ein Lied, Bijou? Ich bin am Ende ohne unser Lied. Am Ende. Der Name des Lieds, Bijou? Jasmin. Es war unser Lied. Ich werde sehen, was ich tun kann. Wer hat das Lied gesungen? Mein Schatz Henri, natürlich. Es kam bis auf Platz 2 der schwedischen Charts. Ich war so stolz. Besorgen Sie mir eine neue Platte, George. Bitte, versprechen Sie es mir. Ich kann es ja versuchen. Okay, Schallplatte reparieren. Oh, Sie sind ein Schatz. Ich fühlte mich schrecklich. Schließlich war ich kein Schatz, sondern nur hinter dem Safe-Schlüssel her. Lane hat mir gesagt, sie hätten den Herkunftsnachweis und sie hätten den Papierkram der Galerie erledigt. Oh, in meinem Kopf fährt ein kleines Mäuschen immer rund und rund und rund. Bijou, ich muss das wissen. Alle Papiere sind im Safe, im Büro der Galerie. Und hören Sie auf mit der ganzen Fragerei. Okay. Bitte. Ja, helfen, helfen. Bijous Lieblingsplatte war nicht mehr zu reparieren. Es gab keine Möglichkeit, die wieder zu retten. Ja, was sollen wir jetzt hier machen? Ich muss hier fragen. Henri? Oh, Sie sind nicht Henri. Bijou, wo ist der Schlüssel für den Safe? Henri? Sie sind nicht Henri. Ich verwahre den Schlüssel so, wie Henri es wollte. Könnte ich mir bitte den Schlüssel ausleihen? Ich brauche meine Melodie. Das ist das Einzige, was zählt. Ich konnte in Ihrem Zustand einfach nicht vernünftig mit ihr reden. Ich musste anders an den Schlüssel kommen. Schauen Sie, Bijou, ich habe Ihnen Henris Brille mitgebracht. Oh, Henri, was soll ich bloß ohne dich anfangen? Ich hielt das für relativ... Okay. Bijou war kaum in der Lage, vernünftig... Okay. Ja, dann lohnt's ja gar nichts. Ich hielt das... Okay. Bijou... Bitte. Ah, okay. Da fällt mir ein, vielleicht hatte der eine ja... Dieser Basam oder wie auch immer der hieß. Ja, so eine Schallplatte. Hingehen schadet ja nicht. Wer war Security? Der steht da, ich das ist gut. War wieder in der Ladenpassage. Weil vielleicht hat er ja irgendwas. Ich weiß es nicht. Mal schauen. Hallo Bassam, wie laufen die Geschäfte?
Schön, Sie zu sehen, George. Ich muss sagen, das neue Markenzeichen hat die Zielgruppe voll erwischt. Schon was verkauft? Das ist ein Massengeschäft, George. Schauen Sie sich bloß die Gewinnspannen an. Sonst noch was Neues im Angebot? Ich habe eine Ladung Handycover. Lassen Sie mich raten, Strass und Glitter? Volltreffer. Okay, anscheinend können wir hier auch nichts kaufen. Mögen Sie Whisky? Ich fürchte allerdings, das ist eine Billigmarke. Nein. Ich glaubte nicht. Bassam würde das nicht... Okay. Ich habe eine Büroklammer. Bestimmt ungemein hilfreich. Ich habe immer noch die Kakerlake. Lassen Sie sie bitte nicht gerade hier frei. Ich habe noch einen halben Keks übrig. Sorry, Rücknamen kann ich mir nicht leisten. Nur einen Vornamen. Ich habe ein paar Streichhölzer. Sollte man immer am... Ja, das kennen wir auch schön. Ich glaube den... Ich hätte ihn eher als den... Okay. Danke. Ich schaute mir Bassams Waren genauer an. Schauen Sie sich ruhig um, George. Ich habe mein Angebot aufgestockt und muss sagen, die Umsatzzahlen einiger Waren sind erstaunlich. Töpfe, Bücher, Musik, Grußkarten, Butterbrot, Musikgrußkarten. Die sahen interessant aus. Ein Stapel dieser Glückwunschkarten, die Musik machen, wenn man sie aufklappt. Die sahen interessant. Ja, und wieso nimmst du nicht? Spulen. Okay. George! Da. Haben Sie eine Karte, die das Lied Jasmin spielt? Kommt mir bekannt vor. Lassen Sie mich mal kurz in die Datenbank gucken. Datenbank, sagt er auch noch. Ich glaube, das war von den Harry Lobsters. Bassam kannte sich mit seiner Ware wirklich gut aus. Ah, hier ist sie. Wie viel? Gratis. Wenn Sie mindestens 3 Leuten von meinem Laden erzählen. Abgemacht. Danke. Okay, das war's. Danke. Ja. Wir haben's. Ab nach Bijou. Kann eigentlich schneller laufen. Die Tür war... Ja, versperrt. Okay. Alles klar. Ja? Bijou, hier ist nochmal George. Komm rein. So, dann wollen wir mal das Lied spielen. Können wir das da draufstellen? Stereoanlage. Auf dem Plattenteller. Nee, ich... Okay. Wie wäre es mit dieser Karte? Sie spielt die Melodie. Ach, und jetzt stellst du es drauf? Jetzt ernsthaft? Unser Lied. Oh, wie wunderbar. Tanz mit mir, Ori. Bijou? Ori? Könnte ich bitte den Schlüssel für den Safe haben? Ori, bist du das? Ich könnte sie leichter überreden, wenn ich wie Ori aussehe. Nochmal zu diesem Herkunftsnachweis. Nicht reden, Schatz. Tanz. Sie wollte nur ihren Ori. Was sollte ich tun? Okay. Ist das so besser? Ja, aber wo ist Ori? Ich will mit Ori. Ori. Ich war an Bijous bestens ausgestattetem Schminktisch. Jetzt ernsthaft? Jetzt müssen wir uns schminken, oder was? Lippenstift. Ob Rot wohl zu meinem Teint passt? Zu leuchtend. Ich brauchte eine gedecktere Farbe.
Ich schnappte mir einen Streifen. Wachsalarm. Ich wollte das nicht für die Augen, aber vielleicht ein wenig? Jetzt hatte ich die gleiche Haarfarbe wie Henri. Zeit, Henri wieder zum Leben zu erwecken. Henri hatte mehr Haare im Gesicht als ich. Ich brauchte ein braunes Ziegenbärtchen. Ich setzte Henris Brille auf. Ich sah dem Galeriebesitzer immer ähnlicher. Nah dran, aber irgendwas fehlte noch. Mein Outfit brauchte etwas Flower Power. Zu leuchtend. Ich brauchte eine gedecktere Farbe. Als Kind habe ich mir mal die Fußnägel mit dem Nagellack meiner Mutter angemalt.